Gleich Geburtstag. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Gregor. Happy Birthday to you. Hallo. Hallo und guten Tag. Wir wollen Gregors Geburtstag bei Ihnen feiern. Ja, warten Sie. Sie sind doch Familie Wurscht. Genau, wir haben reserviert. Schauen Sie doch mal bitte nach. Wie viele Kinder gibt es? Also wir haben 6 Kinder und 3 Erwachsene. Gut. Ja, also bezahlt haben wir schon, aber wir müssen noch mal gucken hier an dem, also wie groß die sind. Okay, Kinder, kommt mal bitte alle her. Die Erwachsenen können hier schon mal durchgehen. Wir müssen uns alle hier noch mal, ja, kommt mal alle her. Also wer unter 3,0 ist, bei der Größe, der muss, also wenn er unter ist, genau 3,0 geht doch, aber wenn unter 3,0, das ist jetzt nichts für ihn. Ich will als Erstes. Ich bin garantiert mehr als 3,0. Aber die Kleinen, die müssen aufpassen. Ich sehe, ob die da noch reinkommen. Hey, du mein! Ja, aber was soll ich dafür? Ich kriege halt die Regel hier so. Also, ich bin als Erstes. Und? Geht 5,0. Toll. Und? 5,0. Und 5,0. Juppie! Und auch 5,0. Wow! Und ja, was ist denn? Wir sind zwar klein, aber ja. Ja, gerade so über 3,0. Juppie! Und ich? Ja, du bist auch noch gerade so über 3,0. Juppie, Yahoo! Und ich dachte, ich und Paul müssen hier stehen, und zwar die ganzen 5 Stunden. Nein, nein. Viel Spaß wünsche ich euch allen. Dankeschön. Pader. Liebe Gäste, herzlich willkommen auf dem Kürbisfest. Hier gibt es sehr viele Attraktionen und ich hoffe, Ihnen wird es heute gefallen. Natürlich erkläre ich auch, was es für Attraktionen gibt. Wir haben eine tolle Malstation. Dann haben wir noch um 1 Uhr bzw. um 13 Uhr einen Wettbewerb bei dem großen Kürbis. Der ist jetzt noch mit einem Absperrband abgesperrt, aber um 1 Uhr ist ein Wettbewerb, wer als Erstes oben ist, also hochklettern. Dann, wo ich da stehe, hier ist ein kleines Kürbisrestaurant. Hier gibt es natürlich nicht nur Kürbisse, sondern auch anderes. Und noch drei Kürbismaskottchen. Ayo. Dann haben wir einen wundervollen Spielplatz. Und der Eingangsbereich ist da vorn und Ausgangsbereich. Ich hoffe, der Tag wird Ihnen hier gefallen. Und dann viel Spaß!
Also Kinder, bleibt beisammen, wir wollen niemanden verlieren. Hier gibt es viel zu viele Kinder. Wir müssen alle so ein bisschen zusammenbleiben. Habt ihr mich verstanden? Ja, Mama, okay. Wir sind doch schon groß. Brauchst du uns sowas gar nicht zu sagen. Ey, Gregor, ich bin auch nochmal drauf. Ja, aber ich bin jetzt dran. Also. Du bist gemein, ich war zuerst hier. Nein, ich war doch zuerst. Ich sitze doch schon drauf. Siehst du doch. Oh mein gemein. Gregor, du hast zwar Geburtstag, aber pass auf. Die Kleinen sollten hier auch nicht nachteilig dadurch werden, ja? Oh Mama, deswegen, ich hab doch Geburtstag und ich darf doch überall drauf, was ich machen möchte. Das kann doch nicht wahr sein. Aua! Hast du mich geschubst, du kleiner Zwerg? Hast du mich geschubst? Jetzt bin ich runtergeflutscht. Aua, aua! Ich hab dich nicht geschubst. Mami, Gregor ist runtergefallen, aber deshalb ich hab ihn geschubst. Ihr müsst das jetzt untereinander klären. Mama, untereinander klären? Was ist denn das Ding? Ich klär das. Aua, mein Kopf tut weh. Aua! Heilige Makarele! Du, jetzt bin ich drauf! Ey, Gemeinheit! Pech gehabt! Lass uns mal weitergehen! Ja, wir gehen jetzt weiter, Kinder. Los, weitergehen! Also, Kinder, wir haben ja einen Tisch reserviert. Hat jetzt schon jemand von euch Hunger? Ja! Ja, ich hab Hunger! Ich auch! Und hier gibt's eine Kürbissuppe, hier gibt's Wassermelonen und Hotdogs. Also, auf was habt ihr alle Lust? Kürbis! Kürbis! Juhu! Melone! Hotdog! Hotdog! Ein bisschen alles auf einmal! Melone! Lecker, 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 lecker! Da freue ich mich schon drauf! Jo, alles aufgegessen. Na, ihr wart ja fleißig beim Aufessen. Also wirklich, jetzt ist ja nichts mehr da. Will jemand noch was? Nö. Nö, ich bin sowas von satt. Ja, ich auch, ich bin voll. Fast. Oh, oh, das war so lecker. Gregor? Was denn? Wollen wir zu diesem Malestand da hinten? Ich habe gehört, da bekommt man einen coolen Preis. Ich kann nämlich gut malen. Ja, lass uns mal da hin. Naja, so gut malen kann ich ja auch nicht. Aber ich kann ja mal zugucken. Ihr könnt mal probieren. Na gut, wir brauchen 3 Kinder. Ja, ich. Ich und ich. Super. Jeder muss einen Kürbis malen. Wir hatten noch davor schon 3 Personen und davor auch schon 3 Personen. Und dann am Ende dieses Tages bekommt man einen super Preis, der das beste Bild gemalt hat. Und der Preis ist super und sehr groß, aber der ist auch neu gekauft. Aber leider darf ich nicht verraten, was. Oh ja, toll. Yeah. Toll. Okay, jeder Stift, Blatt Papier und los. Super macht ihr das. Ihr macht das aber sehr super. Ayo, ich heiße Cleo. Und ich der Tim. Und ich hier hinten die Anna. Ja, ihr könnt alle super malen. Aber mein Kürbis sieht am besten aus. Dankeschön. 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 Am Ende des Tages werden wir sehen, wer am besten von allen Kindern, die heute gemalt haben, gewonnen haben. Juhu! Ich glaube, das bin doch ich, die nein, Anna. Nein, ich, der Tim. Ach Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich kann nicht so gut malen. Na ja, das werden wir ja dann sehen. Liebe Gäste! In 3 Minuten beginnt der Wettbewerb, wer am schnellsten auf den Kürbis kommt. Also, wer dahin will, Beeilung und gleich fängt's an in 3 Minuten.
Natürlich bekommt man auch einen Preis. Gregor, wer denn? Ich habe gehört, es darf auch nur eine Person von jeder Familie dahin gehen. Wer wird das denn? Dann will ich das. Ich bin ja so der Schnellste. Ich bin zwei Malen nicht so gut, aber hochklettern bin ich der Beste. Na gut, Gregor, dann hoffe ich, dass du das packst. Ja, das packe ich auf jeden Fall. In 3, 2, 1 beginnt's. 3, 2, 1 und Power! Und ich sehe, alle geben sich Mühe. Ja, da ist schon ein Junge voran. Los, los! Ja, gleich kommt der rothaarige Junge dran. Noch, los, los. Autschi, das tat wohl weh. Naja, dann hat wohl der blondhaarige Junge gewonnen. Juhu! Applaus! Mama, das ist doch eine Gemeinheit. Es ist wirklich eine Gemeinheit. Ich hab doch fast gewonnen. Der blonde Junge da, der hat mich doch gestupst. Das ist ja so unfair. Mama, das gibt's doch nicht. Und ich hab heute Geburtstag. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So was Unfaires. Aber Gregor, alle Kinder versuchen zu gewinnen. Wir können dem Jungen das jetzt nicht unterstellen. Ich weiß es nicht, ob er das wirklich getan hat. Mama, ich sag dir doch, der hat's getan. Der war das. Der wollte unbedingt, dass ich nicht gewinne. Aber Gregor, pass doch mal auf. Wir gucken jetzt weiter. Nicht überall kann man alles immer nur gewinnen. Oh Mama, ich hab doch Geburtstag. Gibt's da nicht eine Ausnahme, irgendwas? Nein, Gregor, wir müssen schauen. Und für dich gibt's auch vielleicht ein Geschenk. Liebe Gäste, alle, die heute beim Malwettbewerb mitgemacht haben, die bekommen einen Preis, also zumindest einer von denen. Wer den besten Kürbis gemalt hat, der bekommt den Preis. Und wir haben geguckt. Und der Gewinner ist... Tim Wurst, juppie! Nein, und zwar... Cleo Wurst! Juhu! Also, kann denn mit mir jemand kommen, weil ich will nicht allein zu dem Wettbewerb gehen. Gregor, kommst du mit? Ja, ich komme mit. Super Arbeit geleistet, Cleo. Du hast dir den beste Kürbis gemalt. Hier nochmal das Bild. Naja, also so gut sieht er ja auch nicht aus, aber ja, vielleicht. Und jetzt kommt der Preis, und zwar, du hast gewonnen eine Meerschweinchengehege. Den haben wir neu gekauft und ja, die Meerschweinchen natürlich auch, sofort neu für dich. Juppie! Meerschweinchen, Meerschweinchen ist mein Lieblingstier. Das war immer ein Traum, welche zu haben. Juhu! Leo, du bist einfach die Beste im Malen. Ja, juppu! Guck mal, was ich gewonnen hab. Oh, super. Das hast du toll gemacht. Was? Also... Ich flieb gleich aus hier. Das hätte ich ja gewinnen können. Das wäre doch mein Preis. Das ist eine Gemeinheit, Frechheit. Ich hätte das gewinnen müssen. Manometer, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ich will das.
Tja, Tim, das ist aber mein Preis. Ja, ist ja gut, aber... Ja, fast hätte ich das gewinnen können. Ja, wenn ich mich nur ein bisschen besser bemüht hätte. Na ja, gut. So, Gregor, liebes Geburtstagskind, jedes Geburtstagskind, die jetzt vor den Tag rausgehen, bekommen natürlich auch ein Geschenk. Oh, das ist aber gut. Was kriege ich denn? Du bekommst ein riesigen Stoffkürbis. Juhu! Ein Kürbis für mich ganz alleine. Endlich habe ich heute was. Ja, aber der ist ja nicht essbar. Der ist ja nur aus Kuscheltierstoff. Ja, umso besser. Da kann ich doch draufspringen. Das ist doch schön. Ja, super. So, alle in einer Reihe stellen und Geschenke her. Her damit mit den Geschenken. Ich bin ja schließlich das Geburtstagskind und hab viele Geschenke verdient. Also, her damit. Also, ich bin der Erste, der Paul. Ja, Paul, was schenkst du mir? Also, das ist ein Geschenk von mir und Emily. Ach, von euch beiden. Da bin ich ja gespannt. Was ist denn da drin? Musst du selbst gucken. Ja, dann mach ich mal auf. Oh, ein Schleimfisch und ein Eimer. Juppie! Ist das nicht schön? Ja. Da freue ich mich riesig drauf. Habe ich ein paar Spielzeuge mehr. Der nächste, bitte. Na, Anna, was hast du für mich Tolles? Also, ich habe ein sehr cooles Geschenk. Ich hoffe, es gefällt dir. Ja, das hoffe ich auch. Hier, das ist mein Geschenk. Oh, das ist ja schön lila. Ja, typisch Mädchen. Ah ja, danke. Was ist denn da drin? Guck doch. Ja. Oh, ein neuer Stuhlranzen. Juppie, endlich mal. Mein gelber war so eine Kackwurst. Also war nicht mehr so toll. Aber dieser, der ist der beste. Oh, danke, danke, Anna. Bitte. Ja, und jetzt du, Tim. Was hast du für mich als Geschenk dabei? Lass dich überraschen. Wie findest du den? Oh, was ist denn das? Ja, das ist ein Party-Smiley. Was? Was kann er denn? Der ist ja cool, also wirklich cool. Ja, probier doch mal aus, was er alles kann. Ja. Oh, der kann ja den Mund auf und zu machen. Der ist cool. Danke, lieber Tim. Gerne, gerne. Ah, Cleo, was hast du für mich als Geschenk? Also, ich habe etwas Cooles, also hoffe ich. Also, geh damit! Also, das sieht jetzt so aus wie ein Rollstuhl, aber das ist kein Rollstuhl, sondern das ist so ein Stuhl, der kann halt rollen und dazu gibt es eine Fernbedienung und mit dem kannst du halt im Sitzen zur Schule fahren. Oh, ist das cool! Aber das ist nicht für Omis, oder? Nö, das ist für dich, das ist so ein Kinderrollstuhl. Und da gibt es eine Fernbedienung dazu. Die liegt gerade woanders, ich glaube zu Hause. Aber ja, das habe ich neu gekauft. Oh, danke, danke. Jetzt kann ich mit dem in die Schule fahren. Oh, cool, cool, cool. So, was hast du für mich? Also, ich habe nicht so viel. Ich habe nur eine kleine Sache. Oh. Hier, 100 Euro. Also, wow, ich glaube, das reicht dir ja auch. Du bist uns ja viel zu geizig. 100 Euro, das ist ja cool. Los her damit. Mama, was hast du denn für mich? Also, Gregor, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Oh, ist das schön. Hier ist dein Geschenk, Gregor. Oh, dann mache ich mir immer schnell auf. Oh, eine Gitarre, juhu, die wollte ich schon immer haben. Und ein Schall. Oh ja, Mama, vielen, vielen Dank. Gerne, gerne, Gregor. Und Oma, was hast du für mich so Tolles? Ja, Gregor, ich habe für dich was sehr Tolles. Ja, was denn? Her damit.
nicht so geizig. Ja, 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 gut. Ich habe zwei Sachen. Einmal diese Blütenhonigpflanze, die hast du dir schon immer gewünscht. Ja, Omi, das ist das Beste. Das wollte ich schon. Das kann man so schön lecker essen. Ja, ja, genau. Was hast du noch für mich? Ich habe noch 50 Euro. Oh ja, du bist die beste Omi, die man sich vorstellen kann. Vielen lieben Dank für das Geschenk. Vielen Dank. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Da gibt's einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und schreibt mal in die Kommentare, wart ihr auch schon mal auf so einem Kürbisfest? Oder an eurem Geburtstag? Ja, schreibt mal in die Kommentare. Und das Video ist ein bisschen lang geworden, aber es macht ja nichts. Ist aber toll. Dann Dankeschön. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.